Wir sind jetzt am Stand von Schoblocher Unternehmensberatung, sprechen mit dem Geschäftsführer, Herrn Toni Schoblocher. Herr Schoblocher, was genau versteht man denn eigentlich unter Headhunting? Headhunting ist die gezielte Ansprache von möglichen Kandidaten im Markt. Und wir differenzieren uns durch die anderen Suchmethoden, indem wir die passenden Kandidaten finden. Was ist denn der Vorteil von Headhunting gegenüber der herkömmlichen Personalsuche? Das Headhunting ist gezielter. Wenn Sie heute über eine Anzeige Mitarbeiter suchen, so kann es sein, dass sich Mitarbeiter melden oder auch nicht, weil es ist eine passive Aktion. Und wir als Personalberater gehen aktiv in den Markt und finden die Kandidaten, die Sie suchen. Inwiefern steigert Headhunting denn die Effektivität der Personalsuche? Es gibt keine bessere Auslese von Kandidaten als bei Headhunting. Sie müssen sich vorstellen, dass wir insgesamt 120 bis 170 Kandidaten ansprechen und interviewen, um eine einzige Position zu besetzen. Das zeigt den Prozess, dass er immer weiter verfeinert wird, bis wir eben den richtigen haben. Warum ist Headhunting gerade für mittelständische Unternehmen denn so besonders wichtig? Der Mittelstand steht vor einer großen Herausforderung. Das ist der demografische Wandel. Das trifft natürlich auch große Unternehmen. Aber der Mittelstand hat ja oft das Problem, dass sie, obwohl sie sehr gute Player sind, nicht das richtige Personal finden, weil sie nicht so bekannt sind im Markt wie die großen Konzerne, über die wir reden. Und deswegen sind Mittelständler besonders darauf angewiesen, einen vernünftigen Berater zu haben, der ihr Unternehmen kennenlernt und die entsprechenden Kandidaten auch fürs Unternehmen. Wie wird sich denn diese Entwicklung weiter fortsetzen? Naja, man nimmt ja so gerne schwierige Wörter in den Mund wie Dramatik oder Ähnliches, aber es wird sich weiterhin verstärken, dass es immer weniger Kandidaten für die richtigen Positionen gibt. Wir reden ja heute schon von Recruitment in Spanien und anderen Ländern. Aber das wird alles nicht die Probleme, die wir im Moment in Deutschland haben, lösen. Und da sind wir natürlich als Dienstleister gefragt, eben für unsere Auftraggeber die richtigen Leute auch abzuwerben. Wie findet man denn jetzt den geeigneten Headhunter für sein Unternehmen? Naja, da gibt es natürlich auch viele Kollegen, die im Markt aktiv sind. Wenn Sie einen erfolgreichen Headhunter haben wollen, dann müssen Sie darauf achten, dass er eine entsprechende Mannschaft im Hintergrund hat, dass er eine eigene Research-Abteilung hat. Das heißt, die Suchmethode ist ja die Recherche im Markt. Und wir sollten, wie bei uns zum Beispiel, mindestens 10 bis 15 Mitarbeiter in diesem Markt haben, die permanent auch den Markt beobachten. Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Sehr gern, vielen Dank.